Ich habe leider den echten Tim nicht so gut kennengelernt. Ich habe es öfters probiert und versucht, mal mit ihm zu sprechen. Vielleicht ist er das gewohnt, von der Instagram-Story immer nur coole Stories kurz hochzuladen, die vielleicht nicht so tiefgründig sind. Hast du denn Angst davor, dass irgendwie das anders rüberkommt? Ich glaube, dass er einfach generell viel Aufmerksamkeit braucht und aber auch bekommt durch sein Social Media. Weil du manchmal natürlich auch diese Leute hast, die dann gespielt versuchen, jetzt präsent zu sein. Weißt du, was ich meine? So dieses All Eyes on Me. Ich glaube schon, dass er bei sehr vielen Themen halt schon vorher wusste, dass er sie halt hier, glaube ich, erzählen möchte. Ich war, also es ist auch schön, dass ich jetzt eigentlich mal drüber reden kann, weil das ist, also das hängt mir bis zum heutigen Tag nach. Ich lese wirklich immer, ich hasse ihn seit der Flutkatastrophe. Aber wenn da ein Thema aufkam und man dann vielleicht sich auch reingefühlt hat und was dazu sagen wollte, ihn das eigentlich nicht so interessiert hat. Es ist einfach mir gegenüber nicht fair, dass man mir da Worte im Mund gelegt hat, die ich nicht so meinte. Deswegen kam es mir halt immer so vor nach dem Motto, okay, ich habe die Geschichte jetzt abgehakt, jetzt kann ich die nächste abhaken. Ich finde, es ist immer eine ganz, ganz kleine, aber feine Schiene, Unterschied zwischen man hat sich etwas ausgesucht und es ist gerade einfach so, weißt du? Also ich habe jetzt, glaube ich, 2 Millionen Follower und erreichte Konten knapp 9 Millionen. Dieses Mobbing oder so, da sagen ja auch viele, ja, du hast es dir aber ja ausgesucht. Mhm. Ja, da habe ich gesagt so, ey, komm, ich mache eine Hausparty mit Followern von mir. Eingeladen zu mir nach Hause. Das ist aber schon gefährlich. Und habe mit denen bei mir im Wohnzimmer geschlafen. Und ich habe das alles mit meinem Handy mitverfolgt. So, ne? Also ich habe alles gefilmt. Ich sitze auf dem Klo. Mir war auch in der Sekunde bewusst, dass es eigentlich gerade gar nicht so cool, wenn man das. Aber war auch alles dann online. Da ist diese Hausparty so viral gegangen. Und ich so, au. Ja, au. Ist es noch online oder hast du es runtergenommen? Es ist alles in meinen Highlights. Kannst du alles gucken. Hausparty 1. 24/7. Also wenn ich Social Media auf dem Level, wie ich es aktuell mache, weitermache, hat mir schon ein Arzt gesagt, dann werde ich auf jeden Fall Burnout bekommen. 24/7. Ich verstehe nicht, warum so viele Leute manchmal so ein schlechtes Bild von mir haben, weißt du? 24/7. Ich hatte ein Platz 1 Album, 3 Nummer 1 Singles. Habe ich jetzt bald eine Hauptrolle in einem Kinofilm, den drehe ich dieses Jahr. Dann habe ich mein eigenes Parfüm rausgebracht, ich habe meine eigenen Eisteedosen. Ich nerve euch 24 Stunden. Wir haben heutzutage für alles Zeit. Aber wir haben nicht die Zeit, einfach die Menschen, die wir wirklich lieben, einfach auch zu sagen, dass wir sie lieben. Und das ist so scheiße. Das ist scheiße. Ich liebe nichts mehr als meinen Job. Und ich bin so dankbar für die Leute. Und ich, sobald ich mein Handy habe, möchte ich das auch noch mal sagen. Ich glaube, dass er einfach das, was er hier drinnen macht, ja sonst auf seiner Plattform macht und es vielleicht einfach ganz anders rüberkommt. Ah! Das ist nur ein Name. Nee, aber ganz, das ist ja das Schlimmste. Ah! Schnacke! Wow! Schnacke! Da war eine Riesenameise, aber so riesig, riesig. Ich kann halt nicht mit Leuten wirklich umgehen, die Dinge vorspielen. Voll. So, deswegen frage ich, das ist so, ich glaube auch, das ist auch ein gutes Recht nachzufragen. Weißt du, es ist alles lieber frage ich nach. Mir ist auch lieber, dass du mich jetzt fragst, als es dann irgendwo anders einfach zu erzählen. Ja.